bin jetzt mal gespannt. Das ist hier halt Rennwagen, ne? Was ist da? Das ist doch auch ein Sub-7-Auto, oder? Ja. Merkt man das, dass du auf der einen Seite mehr Sturz hast als auf der anderen? So, jetzt eine Frage, die von den Leuten sehr oft kommen würde. Welche denn? Was kostet so ein Auto? Boah, der sitzt natürlich mega geil. Boah. Krass. Hat das komplette Auto, wie es hier steht, TÜV? Exakt so ist er abgenommen. Dem Auto merkt man an einer Sache, dass er es richtig ernst meint. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. So, wir sind immer noch an der Nordschleife und ich habe mir einen neuen Gast gesucht. Stefan. Ja, hallo. Wer das Auto nicht kennt, der war noch nie an der Nordschleife. Ich weiß nicht, wie viele Runden hast du dieses Jahr gemacht? Na, ganz wenig dieses Jahr. Ganz wenig, Jahr, kann man gar nicht drüber reden. Das ist ja fast schon, unangenehm, ne? Nee. Unter 200. Echt jetzt? Unter 200. Ja, das ist tatsächlich, und das ist ja, ja sogar weniger als ich. Ja. Wo warst du denn? Hast du nur rumgestanden? Ja, aber du warst immer hier. Also ihr müsst das Auto trotzdem kennen. Er war immer hier, aber hat nur rumgestanden. Aber wie viel hat das Auto sonst gesehen? Ja, letztes Jahr 500, davor das Jahr 500. Also schon 1200 Runden. Das ist, glaube ich, der krassest umgebauteste M3 der ganzen Welt. Oder kennst du einen ähnlichen? Nee. Ich kenne viele umgebaute, aber natürlich so. Die meisten haben M4. M3 gibt es sehr, sehr wenig. M3 gibt es. Also hier im Ring muss ich sagen, fast gar keinen. Und ich verstehe nicht warum, weil das Auto sieht so böse aus, weil es so breit aussieht, dadurch, dass es nicht so lang gezogen ist irgendwie. Und es ist leichter. Wie viel Kilo ist es leichter als der M4? Wegen den Türen? Du wüsstest es, ne? Der Kameramann weiß alles. 60 Kilo ist er leichter. An dem Auto merkt man an einer Sache, dass er es richtig ernst meint. Das finde ich sehr beeindruckend. Jetzt musst du es einmal zeigen. Jeder denkt, man geht hier vorne lang, boah, pass auf, tritt nicht auf die Lippe. Darf ich drauf treten? Ja, ja, klar. Guckt euch das einfach an. Das ist einfach, ich kann das immer noch nicht fassen. Ich habe das mal bei Instagram gepostet und ich glaube, das war die Story, wo ich die meisten Reaktionen drauf gekriegt habe. Weil man denkt ja so, Alter, so eine riesen Lippe, aber das ist halt ein richtiger Rennwagen. Das ist halt ein GT4-Rennwagen mit Straßenzulassung. Ach. Die Lippe ist nicht nur breit, sie ist auch tief. Also die Lippe geht ungefähr bis hier runter. Ja. Die ist an Seilen aufgehangen. Hier oben sind Punkte und dann gehen hier Seile durch. Man sieht das schön, dass Seile nach unten gehen. Das heißt, wenn von unten ein Druck kommt, kann die Lippe leicht nach oben federn. Und wenn von oben was ist, dann hängt die an den Seilen. Die kann nicht abbrechen sozusagen. Also nicht wie bei allen anderen, dass die Stoßstange runtergezogen wird, weil ja alle das eigentlich nur da mir eingeschlossen da runterspaxen. Und hier ist es halt, ja, GT4 Rennwagen, ne? Lass uns mal vorne anfangen. Motor ist Serie. Serie, komplett Serie. Das ist eigentlich das Einzige, was so am Auto wirklich Serie ist, ist der Motor und auch die Motorleistung. Ne? Es ist keine andere Software drauf. Also auch nicht diese 450 PS geht. Doch, ist ein Competition-Fahrzeug. Das ist ein Serien-Competition von 2017. Und der hat 450 PS und 550 Newtonmeter, so wie BMW den ausgeliefert hat. Und da habe ich nichts dran geändert und das fährt sehr, sehr gut. Ne? Okay. Bevor wir jetzt mal aufs Auto weiter eingehen, hier steht überall Bimmer Tuning. Was machst du? Ja, das ist meine Firma. Ne? Also ich beschäftige mich mit BMW Elektrik. Alles, was mit BMW Elektrik Software zu tun hat, das ist mein Steckenpferdchen. Ne? Und klar. Wir machen nur BMWs, wenn man sich so ein Auto privat anschafft, dann schreibt man es auch drauf, ne? Aber du machst keine Fahrwerke, Setups, du machst wirklich nur, ich sag mal, ein neues Navi irgendwo rein. Genau, und, genau, alles was mit Codieren und sowas. Und auch Motorsoftware, aber hier ist keine drauf. Fahrwerk ist ein KW, Nikon. Ach, Nikon. Stimmt, ist ja ein Schirmerauto, die verbauen ja, was sind das? Das sind aber Nitron-Fahrwerke mit KW-Federn, war das irgendwie... R3. Das ist so eine ganz, ganz wilde Mischung. Also eingestellt ist das Auto aktuell vom Team Schirmer. Wir werden jetzt im Winter noch ein paar Sachen ändern, aber die meisten Sachen am Auto, was Einstellungs betrifft, ist von Schirmer gemacht, der Tom hat das gemacht, also dein Namensvetter. Mein Namensvetter hat das gemacht. Und da habe ich ja auch die Bremse weg. Auch hier, wie beim Philipp eben, eine Pro 5000R. Und auch hier wieder der absolute Reichtum, auch an der Hinterachse eine Pro 5000R. Was muss das? Ich sage nicht der Reichtum, ich sage die Sicherheit. Ne? Ja, aber meinst du wirklich die Sicherheit? Meinst du eine Originalbremse hinten hätte es nicht auch getan? Also der größte Unterschied von der Bremse war nicht vorne die Bremse, sondern hinten die Bremse. Guck mal, der Philipps hat es komplett anders gesagt. Guck mal, ja. Der Wagen ist das aber länger. Aber der Radstand vom F80 ist eben. Ja? Ja, du musst überlegen, wenn der hinten besser bremst, zieht der hinten an vielen wilden Ecken den Wagen runter und stabilisiert das Heck. Wenn du über das Schwedenkreuz kommst, ne, und bremst dort an und der bremst nur vorne. Ja, was glaubst du, was der hinten macht? Mhm. Nichts Vernünftiges. Ne? Du hast aber immer noch aktuell zumindest die PFC-Scheiben und auch PFC-Beläge, ja. Aber das wird ja auch anders. Ne? Das wird ja auch alles ein bisschen größer und ein bisschen dicker. Ich werde das probieren, aber aufgrund der Haltbarkeit, nicht weil es besser bremsen soll. So wie das jetzt bremst, muss ich sagen, an der Bremse gibt es nichts zu bemängeln. Das bremst super. Mir geht es ein bisschen um die
Scheibe noch fahren, aber sie reißt halt einfach ein und das ist genau absolut nervig. Das ist jetzt ja bei meiner, die ist jetzt ja 100, nicht mal 100 Runden, glaube ich. Ich fahre zusätzlich noch einen wirklich Langstreckenbelag, der absolut nicht aggressiv ist und dementsprechend sollte sie eigentlich wesentlich besser halten, aber trotzdem ist sie spätestens bei 90 Runden, spätestens bei 100 Runden schreit sie jedes Mal, ich habe keine Lust mehr. Komm mal näher, wir gucken uns jetzt mal das hier an, das ist hier halt alles, ja hier ist halt, was ist Serie? Motor ist Serie, hast du gesagt, sonst ist... Die Scheinwerfer sind Serie. Scheinwerfer sind Serie. Aber viel mehr ist es nicht, ne? Frontschürze. Nee, die Frontschürze ist die GT4-Schürze. Ja, der nur ein paar Löcher mehr. Ja, aber sie ist nicht Serie, sie war hier nicht dran. Sie war hier nicht dran und hier drin ist halt auch wirklich gar nichts mehr Serie. Ich habe mal gehört, dass du das mit dem Carbon alles selber gemacht hast, ne? Also nicht alles, aber die Türen zum Beispiel hat der Markus gemacht von der Firma H&S. Und die Motorhaube ist von Alpha N. Heckspoiler ist original BMW. Die Kotflügel habe ich komplett selber gebaut, wirklich jedes einzelne Teil laminiert und gemacht und getan. Es ist halt krass, Leute, diese Türen. Was wiegt jetzt so eine Tür? 3,9 Kilo wiegt eine nackte Tür. Ja. Und ja gut, vorne haben wir halt den Spiegel. Der ist einer mit der schwersten Geschichten hier dran noch. Spiegel wiegt 1,7 Kilo. Ist auch Serie. Serie, ja. Und den gibt es nicht in optimiert und leicht? Den gibt es in leicht, aber die sehen alle hässlich aus. Ja, ja. Das ist so ein bisschen problematisch. Klar, man kann noch hier da ein Gramm, aber wo fängst du an, wo hörst du auf und was soll es kosten? Ne? Was wiegt der Wagen jetzt so, wie er hier steht? Mit halbem Tank um die 1450 Kilo. Papa, 1450. Hier könnt ihr auch mal reingucken, ist auch ein Racing-Tank drin, 90 Liter. Was, wie viel? Ja. Noch 90, ja, ja. Ne? Schweißzelle auch drin von der Firma. Eriko. Hat irgendwie jeder gefühlt. Ich habe mich noch nie mit Schweißzellen auseinandergesetzt, aber mit jedem, den wir jetzt gesprochen haben, der hat so eine Eriko-Zelle drin. Ich weiß gar nicht, schweißt in Deutschland überhaupt noch andere Zellen? Also es gibt viele Firmen, die gute Zellen bauen, aber es ist halt einfach so, man muss halt gucken, was gefällt einem am besten. Ich habe mir viele Fahrzeuge angeschaut und ich muss sagen, die Qualität war eigentlich so der Hauptpunkt, wo ich gesagt habe, boah, das sieht mega aus, die Schweißnähte sehen super aus. Und wenn man dann auf den Preis guckt, ja, das ist es halt, ne? Und dann mit denen spricht und dann dort einen Termin ausmacht, dann kommt man gar nirgendwo anders hin. Ne? Das ist so... Woanders bezahlt man mehr als das Doppelte und hat aber nichts Besseres. Ne? Reifen, Thema Reifen. Das war ja bei dir auch so ein Problemthema, glaube ich. Ne? Also das Problemthema war nicht nur wirklich der Reifen, sondern das Problem war das Setup. Das Setup war viel zu spitz und wir haben uns da lange hin und her gehangelt und eigentlich so auf Widerwillen. Ich musste mich dann irgendwann als Kunde durchsetzen, dass wir da ein harmloseres Setup gemacht haben, dass die Reifen nicht mehr kaputt gehen. Ich hatte 7 Reifenschäden. In wie vielen Runden? 1000 Runden. Ja, 1000 Runden. 1000 Runden sind die 7 Reifen kaputt gegangen, immer an gefährlichen Stellen. Ne? Also und das Auto ist noch heile hier. Ja. Man muss sagen, das hatte aber auch schon mal ein... Ja, ich hatte zwei Unfälle auf der Nordschleife, aber das hat nichts mit Reifen zu tun gehabt. Das waren halt einfach... Ist das Talent ausgegangen? Zum Glück, nee, das war das, was mich am meisten geärgert hat. Ich hatte noch nie eine Situation, wo wirklich das Talent ausgegangen ist, sondern es war halt einfach, wenn du um die Ecke kommst und da ist vor dem Massencrash, dann liegt ein Motorradfahrer auf der Straße, dann kannst du nur noch entscheiden, fährst du Menschen platt oder fährst du ein anderes Auto und dann habe ich mich fürs Auto entschieden. Und, den anderen Unfall habt ihr übrigens gesehen. Der war nämlich schon mal in einem Video drin, das war der mit dem Megane. Aber du sagtest, es hat sich jetzt langsam alles reguliert, ne? Der Schaden ist komplett bezahlt. Komplett 100% bezahlt. Obwohl war das ein Engländer? Nee, nein. War ein Deutscher? War ein Deutscher. Okay. Ja, ihr seht, das Auto ist halt wirklich komplett vom anderen Stern eigentlich schon. Wüsstest du eine Sache, die du jetzt noch ändern wollen würdest, oder sagst du, du bist fertig? Weil eigentlich sagt man ja nie, man ist fertig, aber... Doch, der Wagen ist fertig. Wir werden jetzt im Winter am Differential was ändern, weil das nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ja. Wir werden am Setup noch ein bisschen was verändern, aber das ist jetzt erstmal das. Und wenn natürlich was anderes rauskommt, das irgendwo noch ein Problemchen ist, werden wir da natürlich irgendwo noch agieren. Aber sonst im Groben und Ganzen soll er irgendwann auch fertig sein, ne? Ja, irgendwann soll, aber dann ist es ja eigentlich immer so, dass man das dann verkauft wieder, ne? Bisher. Ja, hier auch. Hier siehst du auch schön, Firma HMS, der Markus hat das gebaut. Hat das alles TÜV? Hat das komplette Auto, wie es hier steht, TÜV? Exakt so ist er abgenommen. Ne? So war er auch Anfang des Jahres und hat nochmal frisch die Plakette bekommen. Geil. 1:1 alles abgenommen. Ne? Aber wie wir ja wissen, streiten sich ja alle TÜV-Prüfer und Abnahmestellen immer so ein bisschen. Was für den einen okay ist, ist für den anderen nicht okay. Es ist halt ja auch, so Einzelabnahme ist ja auch Prüferentscheidungssache so ein bisschen, ne? Genau. Manchmal. Ich habe das alles so immer gemacht, wie die einzelnen Prüfer mir aufgetragen haben. Wenn du das so und so machst, dann passt das. Und ja, das war alles in Absprache mit dem TÜV. Immer mit dem TÜV direkt gesprochen. Ist auch das Einfachste. Wenn ihr irgendwas mit dem TÜV wollt, sprecht mit denen. Weil die müssen es euch am Ende abnehmen, wenn ihr da irgendwas baut. Und die sagen dann,
So geht's nicht, mach so, dann baust du es halt dreimal hin und her, bis es dann vielleicht mal irgendwann passt. Ja, hier vorne noch eine Sache, die ich persönlich sehr, sehr geil finde. Dieses Lenkrad. Auch der Sitz. Der Sitz ist ein, wie nennt man ihn nochmal? Recaro SPA. Recaro SPA. Jetzt filmen wir da rein. Das sieht halt richtig krass aus. Ja, der Recaro SPA ist einfach im Fahrersitz natürlich mega. Du hast wirklich einen mega Seitenhalt drin, wie es sonst kaum ein anderer Sitz bietet. Und ich passe so haarscharf da rein, ne, mit meinen 92 Kilo. Darf ich mich mal reinsetzen? Ja, ja. So, jetzt kommen wir wenn, mal. Wenn du es Akrobatik. Schaffst. Ne? Komm, gib die Jacke her, du. Das müssen wir wenn schon schön filmen. Ja. Du versuchst da reinzuklettern. Ja, also der Kevin ist ja, glaube ich, der gleiche wie beim Philipp, ne? Ja, meine ja, Anbindung ja. Zu allem. Genau. Also, das ist sportlich hier. Was man halt. Boah, der sitzt natürlich mega geil. Boah. Krass. Aber wie lange Füße hast du eigentlich? Oder ist der nach hinten gemacht jetzt? Nein. Zum Aussteigen? Nein, so falsch. Also was halt geil ist, du sitzt halt wirklich mitten im Auto, dadurch, dass das Lenkrad so eine, wie viel Zentimeter sind das? 17. 17 Zentimeter Erweiterung. Du siehst es ganz schön, wenn du die Blinkerhebel anguckst und schaust, wie weit das Lenkrad jo. Weg ist, siehst du halt einfach, wo das Serienlenkrad gesessen hätte. Ne? Stimmt, das ist krass. Flasher hast du ja eh hier am Lenkrad, also Peng, ne? Auch die Wippen, wenn man die Wippen betätigt, das ist halt, ja, das ist halt ein Rennwagen hier. KMP hat es halt einfach wirklich für Rennwagen auch gebaut. Ne? In erster Linie haben sie ja Sachen für Rennwagen gebaut und dieses Lenkrad jetzt in der Kombination ist halt spezifisch auch für Ringtools mitgedacht. Ne? Kann man ein paar Einzelabnahmen eintragen lassen. Was ich krass finde, ist, du hast wirklich ein sehr enges Blickfeld. Ne? Also du siehst wirklich nur die Strecke. Bei mir ist es hier oben, das ist nicht TÜV. Dieser Scheibenkeil ist nicht TÜV. Der Scheibenkeil ist natürlich, wenn man ihn so von außen betrachtet, erstmal nicht 100% TÜV-konform. Allerdings, wenn du von drinnen sitzt und den Scheibenkeil nicht hättest, würde dich die Sonne so dermaßen blenden, dass du nicht mehr fahren könntest. Ne? Ja, okay. Du hast ja durch die Zelle keine Sonnenblenden mehr. Ne? Was hast du hier für ein Ding drin? Kamerasystem. Ja, eine Dashcam ist verbaut. Ne? Einmal nach hinten, einmal nach vorne. Genau. Ist das gut? Funktioniert das gut? Oder hast du die nur als Dashcam wirklich? Oder? Bevor der Wagen jemals die Nordschleife gesehen hat, ne? Also ich habe die in jedem meinen Autos immer verbaut, wenn mal irgendwo was ist. Also das ist nicht, das sind nicht die Videos, dass die Videos, die du ja, im Rest postest, sind vom Racer. Ja, genau. Okay. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier auch wieder rauskommen. Alter, du, das Geile ist, du kannst dich an der Zelle anpassen, du brauchst dich am Lenkrad ziehen. Ja. Hier, oder wo auch immer, ne? Stimmt, wirklich besser. Ja. So, weil ich nicht der Philipp bin, brauche ich eine Jacke. Der stand hier einfach eben eine halbe Stunde. Ja, ja. T-Shirt. Der Philipp kann das. Der ist Engländer, habe ich ihm gesagt, aber da wollte er weggehen. Ja. Ja, hier, guck dich mal die Tür von innen an. Das ist halt auch, ja. Das ist auch eine Tür vom, wie hieß er? HMS. HMS. Geil, auch mit hier den Öffnungen. Klimaanlage fährst du nicht mehr? Fährst du noch? Also, hier ist halt alles dran. Der Klimakasten ist raus, ne? Wir haben noch eine Lüftung drin. In Sommertagen eine. Kleine Brise ins Gesicht, aber das war's dann auch, ne? Kleine Motorsportheizung drin, oder ist die Scheibe beheizbar? Nein. Ich habe am Anfang mir viel Gedanken gemacht, wie ist es denn, wenn die Scheibe beschlägt? Was kannst du tun dagegen? Mhm. Bis heute hatte ich aber noch keine einzige Situation, wo das war. Dementsprechend habe ich nichts wirklich gemacht. Also er hat keine Scheibenbeheizung, keine Scheibenlüftung. Kein gar nichts. Nein. So, jetzt eine Frage, die von den Leuten sehr oft kommen würde. Welche denn? Was kostet so ein Auto? Das kannst du schwierig bemessen. Ne? Du kannst ja in dem Sinne, wenn du dir so ein Auto baust, nur alle Arbeitsstunden zusammenrechnen und dann nimmst du dir irgendeinen Wunsch, Arbeitslohn und sagst, okay, der Wagen kostet nachher unbezahlbar. Ne? Ja, und wenn du die Teile, nur die Teile rechnest, du kaufst dir dieses Auto. Und also ein Grund M3, wenn man den bestellt, der liegt irgendwo bei 80.000 Euro. Mhm. Und wenn du so einen Umbau dann von Teilen machst, sind dies die gleichen. Ja, ne? Dann bist du nochmal bei 80.000. Also am Ende hast du locker einen GT3 RS. Ja, genau. Mit Gab's, Arbeitszeit. Ja, mit ja. Arbeitszeit. Gab es eine Entscheidung, warum es kein GT3 RS geworden ist? Also ich habe den Wagen gekauft für die Straße. Ich wollte niemals Rennstrecke fahren damit. Das ist das Thema. Das hatten wir eben auch schon. Das ist ja bei jedem so. Ja? Man kauft das Auto und am Ende denkt man, was habe ich ein Geld rein versenkt. Hätte ich es gleich fertig gekauft, hätte ich gleich das gekauft, hätte ich das gekauft. Okay. War ich eingeladen vom BMW hier oben, macht man so ein Fahrradtraining, dann fährt man ein paar Ründchen mit dem eigenen Wagen und merkt, scheiße, das Ding kann Kurven fahren, das funktioniert, das macht ja Spaß. Ne? Mhm. Und ja, dann macht man ein paar Kleinigkeiten und aus den paar Kleinigkeiten ja, wird dann so ein dezenter Umbau. Ne? Ach man, ja, das Ding, ich bin gespannt, wenn der Norm seiner fertig ist, das ist ja nochmal eine Nummer krasser. An ein paar Punkten ist es ja einfach nochmal krasser. Aber wenn die beide nebeneinander da stehen, wird es schon sehr geil werden. Ja, das wird schon. Das wird geil. Das
Das wird richtig geil. Ich finde es auch in der Polierung mega geil. Also immer, wenn ich es am Anfang irgendwo gesehen habe, mega. Also es war gar nicht meine Idee. Ein guter Kumpel von mir, kenne ich aus Schulzeiten, der macht Folienbeschriftung, Foliendesign. Und ich habe immer gesagt, so Safety Car fand ich cool. Mhm. Aber damals auf meinem alten M5 hat es einfach nicht gepasst. Und dann stimmt, du gesagt, hattest vorhin M5, ne? Ich habe den abgeholt in München. Hab den gebracht zum Kumpel von mir, bin in Urlaub gefahren und er hat den eingefahren und gleichzeitig foliert. Das war so ein Mega-Deal und dann hat, das war seine Idee mit den ganzen Schriftzeichen. Ich wäre nie auf die geil. Idee gekommen, also, weil das ist so viel Arbeit. Glaube ich. Vor allem, dass die alle nachher gerade laufen, die Schrift. Es sieht einfach gut aus. Es ist nicht irgendwie drüber, dass man überall Bimmer-Tuning. Das ist einfach ein schönes Auto. Reifendimension. Ich fahre ja schon 2,95er. Das war ja vor 3 Jahren beim M3 undenkbar. Hatte jeder 2,65 und das war schon groß. Wenn man 2,65 vorne gefahren hat, war da schon fast der König. Jetzt 2,95 und das sind einfach 315er Reifen. Ja. Und du hast hinten, willst du noch größer? War das nicht irgendwas? Nein. Also ich kann dir sagen... Ach nee, du warst immer 2,95 und hinten 3,15 gefahren und jetzt hast du vorne auch 3,15. Nicht immer, ne? Also früher habe ich einen Diretzer gefahren und hatte dann die Reifenschäden und dann war nach Auskunft von Schirmer der Reifen schuld. Und dann habe ich halt gesagt, komm, probier mal was anderes. Nankang, erzählen so viele Leute, der ist gut. Habe ich mir Nankang draufgeworfen, hatte die gleichen Probleme mit Reifenschäden. Und dann hieß es, der 2,95er sei zu schmal für die 11 Zoll Felge. Mhm. Und dann hat Nankang ja den 3,15er rausgebracht. Und dann, ja klar, schnapp, macht man sich den drauf. Und dann funktioniert das noch und dann funktioniert das sogar besser als der 2,95er. Und dann war das Thema 2,95er natürlich weg. Ne? Und dann war aber das Problem mit den Reifenschäden immer noch nicht gelöst, sondern die sind nacheinander kaputt gegangen. Und dann haben wir herausgefunden, dass das Setup das war. Wie viel Grad Sturz hattest du? 4,5 oder was hattest du gesagt? 4,6 Grad Sturz hatte ich vorne rechts, vorne links ein bisschen weniger. Das war so die Schirmer-Einstellung und das hat halt keinen Reifen vertragen. Ne? Weder ein Diretzer noch ein Nankang, die sind halt alle kaputt gegangen und immer an schnellen Stellen, weil er sich auf der Innenkante so weit aufgeheizt hat. Sag mal gerade, merkt man das, dass du auf der einen Seite mehr Sturz hast als auf der anderen? Nein. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist. Also technisch wurde mir das auch nicht erklärt, wie das, warum das so sein muss, aber es fährt sich wohl besser. Ne? Dementsprechend, ich bin der Laie, ja? Ich mache das hobbytechnisch und fahre dann damit und kann immer nur sagen, das ist kaputt, das geht nicht, warum ist kaputt, müssen dann Fachleute gucken. Mhm. Und ja. Zeit bist du gefahren bisher? Die beste Zeit war 7,18. Bin ich mit dem Daniel Schwerfeld zusammengefahren, er daneben als Coach und hat mich dann motiviert, an den Ecken auch Gas zu geben, wo ich da Schwierigkeiten habe. Aber der hat auch gesagt, das ist doch auch ein Sub-7-Auto, oder? Ja, er ist selbst eine einzige Runde gefahren, eine 7,09 in einer Runde, das finde ich immer beeindruckend. Erste Runde? Ja, ja. Er fährt rein, fährt T13 drauf, fährt die Runde voll, fährt durch oben und dann fährt er eine einzige Runde, ich auf dem Beifahrersitz mit 92 Kilo, ne? Als alles andere. Das ist das Beste, der Daniel, kennst du ja auch, Daniel mit dem GT3 SMR und er ist, ich glaube, was war seine schnellste, 27 oder irgendwie über 27 auf jeden Fall und dann ist der Lars Kern gefahren, ist die erste Runde gefahren, der Wagen war kalt, der ist vom Parkplatz runter, ist also noch erst langsam gefahren, hatte Verkehr und ist einfach irgendwie 7,9 gefahren. Das ist schon beeindruckend. Und es ist einfach wirklich, was ein Rennfahrer mit so einem Ding nochmal rausfährt, das ist nochmal was komplett anderes. Also, was mich am meisten fasziniert, ist, wenn man da so im Beifahrersitz sitzt und sieht, wie einer mit einem Auto was macht, wo man selbst über 1000 Runden gefahren ist. Und du denkst, du bist ja am Limit. Du fährst ja für dein Limit. Das ist ja. Ja, aber mein Limit. Nicht genau, das Limit für den Wagen. Das ist für dein Limit. Ja. Ja, das ist schon beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend. Gucken wir gleich, dass wir nochmal da reinspringen. Oh, guck mal, wie elegant du hier reinkommst. Ja, mit 38. Ah, du willst das Auto ja eh erst warm fahren, oder? Ja, klar. Dann fahr doch einmal durchs Industriegebiet Moisbach, da habe ich meinen Helm. Oder meinst du, brauchen wir keinen Helm? Also ich habe immer einen. Ja, ich eigentlich auch. Außer eben. Ja. Eben hättest du gebraucht. Eben hätte ich, ja, gebraucht nicht. Aber sicherer wäre es gewesen, aber gebraucht hätte ich nicht. Ja gut, klar. Brauchen brauchst du immer, wenn ein Unfall ist. Ne? Andererseits komme ich ja hier nirgendwo dran. Ne? Nicht mal, wenn ich hier rüber komme ich hier dran. Ach, wir fahren eh entspannt, ne? Auto ist kalt. Also ich fahre total entspannt. Du fährst immer entspannt, ne? Im Verhältnis. Also, hier, das ist auch ein schönes Bild hier drauf. Ja, ne? Ja, ja, ich bin jetzt mal gespannt. Das ist hier halt Rennwagen, ne? Das ist ja... Ist halt die Lautstärke, ne? Obwohl im Philipp auch laut drin ist. Ja, da war das Differential, ey. Das ist ja, das wird ja so laut. Ich bin gespannt. Wir schalten jetzt mal gleich um auf die andere Kamera dann. Ist das hier eigentlich trotzdem? Oder? Ja, ja. Ja, wenn irgendeiner wirklich, weil du kannst ja nichts machen hier. Wenn du fährst, fährst du, ne? Ja, wenn jetzt mal auf. Fährst du immer mit dem Fahrzeugkühler an?
Vielen Dank fürs Mitnehmen. Immer gerne. Vielen Dank für die Erklärung. Wir sind ja noch nicht fertig, das war die Aufgabe.